Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz coole Karte basteln, wie ich finde. Und zwar habe ich jetzt mal zwei verschiedene Ideen für euch, zwei verschiedene Farbkombis und zwei verschiedene Stempelsets. Ihr könnt diese Karte zum Beispiel auch nutzen für den Muttertag. Ich weiß allerdings nicht genau, wann das Video online geht, weil ich immer so ein bisschen vorproduziere. Geht natürlich auch für die beste Freundin oder für jemand, der einfach ein bisschen Ruhe braucht. Also je nachdem, welches Stempelset ihr verwendet, könnt ihr dann gucken, welche Karte ihr gerne basteln wollt. Als erstes wollte ich euch diese Karte hier zeigen. Das ist so die Ruhe im Augenblick Karte, die Karte, die einen ein bisschen beruhigt. Die schönsten Dinge siehst du, wenn du langsam gehst. Ich finde es immer toll, wenn man am Wegesrand einfach mal ein bisschen guckt, was man da so entdecken kann. Und es ist eben, finde ich, mit der Karte ganz gut ausgedrückt. Ihr seht, das ist hier so in 3D gehalten, also hier vorne ist das ist 3D aufgesetzt, der Schmetterling auch nochmal. Das ist so ein bisschen so eine Technik, die ich euch gerne zeigen möchte, wie das funktioniert. Und das ist halt einfach eine schlichte Karte, eine schöne schlichte Karte, finde ich, die man auch gerne jemand schenkt, der die Natur liebt oder so. Also dafür ist es natürlich gut geeignet. Relativ neutral gehalten von den Farben. Ich habe hier benutzt Espresso und Savanne für diese Hintergründe. Und dieses Grün ist, glaube ich, Farngrün oder Olivgrün. Genau, so ein bisschen dezente Farben und natürlich gehalten alles. Das Stempelset dazu ist ganz neu aus dem neuen Katalog, heißt In der Natur. Falls ihr das haben wollt, hat es diese Bestellnummer. Ich habe das noch gar nicht drauf geklebt. Genau, also mit dem habe ich da ausschließlich gearbeitet. Habe ich alles aus dem Stempelset verwendet. Hat auch hier so ganz süße Kleeblätter. Das fand ich auch sehr schön. Das ist so die eine Idee und die andere Idee ist eher so ein bisschen so eine Vintage-Karte. Wie gesagt, könnte man zum Beispiel für einen Muttertag verwenden, für die beste Freundin oder ihr macht einfach eine Geburtstagskarte drauf oder also ist wieder für jeden Anlass einsetzbar und ihr seht auch hier wieder im Hintergrund ein bisschen gestempelt in diesem Kreis. Die Blüte ist hervorgehoben und so nach vorne gesetzt und innen sieht die Karte so aus. Entschuldigung. Und ja, mit dieser Zweifarbigkeit, ich finde, das ist eine sehr coole Karte. Mir gefällt die sehr gut. Ihr könntet die natürlich auch Ton in Ton gestalten und ja, so sieht das Ganze aus und wie das funktioniert, das zeige ich euch heute im Video. Ihr Lieben, eine ganz kurze Info noch. Ihr seht eine weitere Idee von dieser Karte. Wenn ihr zum Beispiel keinen Stamparatus habt, könnt ihr die Karte auch basteln und die Idee dazu habe ich euch am Ende des Videos einfach noch aufgenommen. Nachdem ich mich verabschiedet habe, kommt also nochmal was, da geht es noch weiter, bleibt also unbedingt dann dran. Das ist noch eine Idee für jeden, der jetzt keinen Stamparatus hat und der gerne mehr wissen möchte, wie man das trotzdem so schön aufstempelt. Was gibt es da für einen Trick? Der darf da gerne noch bis zum Ende bleiben. Und hat hier noch eine weitere Idee, die noch ein bisschen anders gestaltet ist und vielleicht auch ganz schön ist und euch gut gefällt. Also bleibt bis zum Ende dran. Ihr braucht doch gar nicht viel Material. Also ich habe hier einmal die Bestellnummern für Savanne und Grundweiß extra stark. Extra stark? Extra stark. Und zwar habe ich einmal die Maße. Mein Grundweiß hat das Maß 21 cm mal 14 cm in der Höhe und gefalzt ist die lange Seite, also die 21 cm Seite bei 10,5 und dann habt ihr einfach so eine Klappkarte. Die könntet ihr jetzt natürlich auch in diesem Format machen oder so wie ich es gemacht habe, in diesem Format. Ihr könntet genauso gut die Karte natürlich auch im Hochformat basteln, dann wird sie eben so ausschauen. Ich habe da hinten jetzt schon mein Logo drauf gestempelt, ansonsten könnten wir sie auch Hochformat basteln. Und die Savanne-Seite hat das Maß 13,5 mal 10 cm. Mehr braucht ihr nicht. Ganz einfach. Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Savannenpapier. Und es ist ja so, ich bin jetzt gerade, also ich drehe ja die Videos immer ein bisschen vor, ich bin jetzt gerade so an der Grenze vom Katalogwechsel und ich weiß, dass es die Stanzen zum Teil nicht mehr gibt. Deswegen, ihr könnt auf jeden Fall mit einer Stanze arbeiten. Ich nehme hier die größte Stanze, die ich habe. Ich habe jetzt hier die 2¼-Inch Kreisstanze. Die ist für mich hier super geeignet. Wenn ihr die Stanze nicht mehr bekommt, könnt ihr natürlich auch mit den lagenweißen Kreisen arbeiten. Da ist diese Größe bestimmt auch dabei. Jetzt muss ich selber mal gucken. Das wäre sogar noch ein bisschen größer, das wäre auch schön. Das sind ja alle möglichen Kreise drin, das wäre genau die Größe. Also in den lagenweißen Kreisen findet ihr auf jeden Fall eine Kreisform.
Ich nehme jetzt die Stanze einfach, weil es fürs Video schneller geht und vielleicht habt ihr ja auch noch eine Stanze in Kreisformat daheim. Das ist ja oft so ein Standardmaß. Ansonsten kurbelt ihr euch das einfach aus mit der Stanzmaschine. Und da mache ich es jetzt einfach so mit der Stanze, dass ich mir die komplett einlege. Also hier unten liegt sie komplett an und ich gehe nicht ganz nach oben und nicht ganz nach unten. Also relativ mittig mache ich mir hier einfach ein Loch rein und habe dann schon so meine Grundvorlage. Und der Trick an der Sache ist ja diese Dreidimensionalität. Das heißt, dass man da so ein bisschen mit dem Aufbau spielt und den kann man eben so super erzeugen. Deswegen stempeln wir als nächstes. Und da benutze ich jetzt meinen Stamparatus. Der hat diese Bestellnummer, falls ihr den braucht. Und den finde ich da einfach perfekt und total praktisch dafür. Ihr könntet es natürlich auch einfach so stempeln, aber mit dem Stamparatus habt ihr viele Vorteile, weil ihr da öfters stempeln könnt und es ist viel einfacher. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Als erstes lege ich mir mal meine Savannepapier hier so schön auf, dass es einen schönen Rand außenrum gibt. Dass der Rand ungefähr gleich ist, hier der weiße. Und dann lege ich mir das hier einfach in meinen Stamparatus ein und halte mir mal beide Seiten mit den Magneten fest. Also ich habe jetzt hier das Magnet wirklich auch über das Savanne gemacht und über das Weiße. Und dann fange ich mit dem Stempel an, der hier so komplett einmal oben drüber geht. Der geht ja oben lang und unten. Das ist jetzt bei mir. Vielleicht sollte ich euch erstmal das Stempelset zeigen. Das Stempelset heißt Geschmackvoll gestaltet, das ich heute benutze. Und das hat wirklich tolle Stempel. Ich finde den Blumenstempel so schön und die Feder ist ein Traum. Und da ist eben auch dieser Zweig dabei, den ich sehr schön finde. Das wäre übrigens auch cool. Ist ja so ein bisschen so eine Vintage-Karte, so ein bisschen Vintage angehaucht. Da passt das natürlich auch perfekt dazu. Und ich nehme auch gleich den Spruch raus, du bist die Beste. Kann man auch sagen, du bist etwas Besonderes. Also das wäre die Bestellnummer dafür. Und ja, aus dem bediene ich mich komplett für die ganze Karte. Und dann nehme ich mir jetzt diesen Zweig, der so komplett einmal drüber gehen soll, und lege mir den jetzt einfach mal so auf, wie ich das gerne hätte. Also ich möchte ganz gerne, dass der so ein bisschen oben drüber geht und innen rein natürlich auch in diesen Kreis. Und jetzt nehme ich mir einfach meine Klappe von dieser Seite, von diesem Stamparatus, diese Acrylplatte, ich hoffe, ihr seht die, weil die durchsichtig ist, und kann jetzt hier quasi da drauf gleich stempeln. Als Stempelfarbe habe ich jetzt für den Zweig auf jeden Fall mal das Espresso benutzt. Das benutze ich jetzt gleich mal. Und mache mir jetzt als erstes mal meinen Zweig über mein ganzes Projekt. Und das Tolle am Stamparatus sind halt so Karten wie diese hier. Wenn ich jetzt sage, mir ist es noch nicht dunkel genug, kann ich einfach nochmal Stempelfarbe aufnehmen. Klick, klick und dann nochmal stempeln. Für mich ist es jetzt aber eigentlich ganz gut, so wie es ist. Aber ich möchte natürlich, dass das hier, ich zoome da mal ein bisschen ran. Seht ihr, dass diese Ränder hier, die sieht man ja ein bisschen, dass es da nicht weitergeht. Und ich möchte, dass das schon so wirkt, dass es komplett unten drunter weitergeht. Und deswegen mache ich es jetzt so, dann nehme ich euch nochmal kurz ein bisschen raus, dass ich meine Magnete genau so auflege, seht ihr das, dass sie nur noch das Weiße festhalten. So, und jetzt kann ich mir mein Savannepapier wegnehmen. Ihr könntet euch, bevor ihr das jetzt wegnehmt, auch noch mit einer feinen Bleistiftlinie den Rand anzeichnen. Ich lasse das immer weg, weil ich finde, das kann man nachher nicht mehr gut wegradieren. Aber wenn ihr unsicher seid mit eurem Rand, wie der wohl gelegen hat, könntet ihr das euch anzeichnen. Aber ich zeige euch nachher auch noch einen Trick, wie ihr das eigentlich so auch ganz gut erkennt. Und jetzt mache ich so, dass ich mir nochmal Farbe aufnehme. Mir das Ganze noch einmal genau drüber stempel. Und durch das, dass wir ja die Papierposition gar nicht verändert haben, habe ich jetzt hier genau den perfekten Stempelabdruck in genau der gleichen Höhe. Und jetzt habe ich gerade ein Stempelkissen gefasst, den muss ich mir kurz sauber machen, bevor das irgendwo hinkommt. Also das ist so das Erste, was ich stempel. Dann kann ich mir hier entweder gleich direkt meinen Stempelblock sauber machen. Ich lege mir das jetzt aber mal auf die Seite. Und benutze jetzt als nächstes noch die Feder, die ich ganz gerne da drauf haben möchte. Also die Feder ist ja auch in diesem Set dabei. Und die möchte ich jetzt auch noch schön in den Hintergrund reinmachen. Dazu nehme ich mir die Stempelfarbe Savanne, diese Bestellnummer. Und lege mir jetzt nochmal mein Papier hier auf. Und man sieht schon ganz gut,
man kann das sehr gut positionieren. Also man weiß schon ungefähr, wenn man sich hier an diesen Zweigen orientiert, wie man es vorher ungefähr aufgelegt hatte. Wichtig ist trotzdem nochmal zu schauen, dass ihr auch ein bisschen so die Ränder im Blick habt, wenn ihr das jetzt macht, dass die Ränder schön sind und dass der Stempel übereinander passt. So ungefähr war es vorher. Und jetzt kann ich mir einfach meine Feder so auflegen, wie ich die gerne im Hintergrund hätte. Also die soll schon so ein bisschen diese Rundung mitmachen, finde ich ganz cool. So. Und dann nehme ich mir einfach die mal kurz auf meinen Block auf. Und ich kann dann einfach das Papier nochmal wegnehmen, meinen Stempel mit der meine Farbe auf meinen Stempel aufbringen und dann einmal die Feder so abstempeln. Jetzt legen wir es nochmal hin und dann seht ihr schon, wie schön das ist. Also es ist dann schön im Hintergrund und sieht einfach jetzt schon total schön aus, finde ich. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, wenn wir den Stemparatus schon mal da haben, also das kann ich jetzt schon mal rausnehmen, das ist jetzt für mich fertig, den Rest mache ich ohne Stemparatus. Was ich aber auch ganz schön finde zum Stempeln, ist eben diese Blüte. Deswegen nehme ich mir einfach nochmal ein weißes Reststück, irgendeins, und nehme mir noch die Blüte raus aus dem ganzen Set. Also ich mache mir das Weiße, lasse ich mich festhalten, Magnete immer weit auseinander hinlegen. Und dann nehme ich mir einfach, ja, ist jetzt egal, ich kann das auch noch ein bisschen hochziehen, dass es nicht so nah am Rand ist. Nehme ich mir hier nochmal den Stempel auf und nehme mir jetzt die beiden Farben Blütenrosa und Flamingorot, um die Blüte noch zu kolorieren. Ich finde es schön, wenn die so zweifarbig ist, seht ihr das? Ihr könntet es natürlich auch einfarbig machen. Dann wirkt die Karte auch sehr schön, finde ich. Hat noch ein bisschen mehr klassischen, also weniger Farbakzent, bisschen dezenter. Sieht auch sehr gut aus. Genau. Wenn ihr das zweifarbig machen wollt, könnt ihr das natürlich mit dem Stemparatus machen, so wie ich es jetzt mache. Aber ihr könnt es auch ohne machen, indem ihr einfach das Ganze auf dem Stempelblock macht und es dann genauso macht wie ich jetzt. Also ich mache mir erstmal das Blütenrosa auf meinen Stempel drauf, komplett. Und dann schnappe ich mir einfach so ein kleines Fingerschwämmchen und nehme mir noch so ein kleines bisschen von dem Flamingorot, das ich jetzt hier so in die Mitte tupfe und so ganz dezent außenrum. Einmal komplett um meinen Stempel rum. An den Stellen, wo ich es dunkler haben möchte. Und dann stemple ich mir das einfach einmal ab. So, dann habt ihr jetzt schon ein schönes Ergebnis. Ich glaube, das sieht man schon ganz gut. Und ich lasse es jetzt so, wenn es euch zu dezent ist, wenn ihr sagt, ich möchte noch ein bisschen Blütenrosa, könnt ihr nochmal mit Blütenrosa drüber gehen und das noch ein bisschen mehr hervorheben oder nochmal nachfahren. Aber ich finde es jetzt so super. Die zweite soll dann noch ein bisschen schlichter sein, so eine Mischung aus dem einfarbigen und dem zweifarbigen Blüten sozusagen. Okay, und dann kann das Stemparatus schon mal weg. Ich nehme mir jetzt vorsichtig meinen Blumenstempel nochmal auf, weil den werde ich jetzt gleich innen rein in die Karte nochmal stempeln. Da schnappe ich mir jetzt einfach eine Stempelunterlage vielleicht zur Sicherheit, damit das dann alles voll ist. Und werde jetzt auf meine Karteninnenseite auch noch eine Blüte so von unten an der Seite hin stempeln. Die ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr blass, aber ich finde, das sieht wunderschön aus. Seht ihr das? So dieser zweite Stempelabdruck mit diesen zweifarbigen, das macht sich total gut, finde ich. Also so dezent, aber so schön. Wenn es euch zu wenig ist, ich habe hier einfach nochmal Farbe aufgenommen und das genauso gemacht, aber das fand ich jetzt auch ganz toll. Genau, außerdem habe ich gedacht, die Feder könnte man noch innen reinstempeln, wenn wir eh schon am Stempeln sind. Die mache ich nochmal in Savanne. Ich glaube, ich mache hier jetzt auch den zweiten Abdruck. Das heißt, ich stempel mir das einfach einmal ab und gehe mir dann jetzt hier so seitlich rein. Oh, dies war jetzt trotzdem ziemlich intensiv, macht aber nichts. Und dann ist da noch so ein Muster drin in diesem Stempelset. Das lasse ich jetzt auch in Savanne und gehe dann noch hier so ein bisschen an die Seiten. Dass sich das Ganze noch so ein bisschen einrahmt. Einfach, dass innen auch noch ein bisschen was steht. Da kann man auch noch einen Spruch reinmachen zum Geburtstag oder wie auch immer, was ihr halt aus der Karte macht. Und dann ist es innen auch immer schön bestempelt. Das macht sich immer ganz gut, finde ich. Okay, vorne sind wir auch noch nicht ganz fertig mit Stempeln. Also es ist halt voll die Stempelkarte.
Und da habe ich mir gedacht, in diesen Hintergrund mache ich auf jeden Fall nochmal das Muster. Ah, ich habe was vergessen, sehe ich gerade. Aber das machen wir noch. Ja, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen blöd, aber ihr seht gleich, was ich meine. Erstmal mache ich den Stempel einmal innen rein und dann außen drauf. Den kann man ja so ein bisschen versetzt auch immer aufbringen. Mal mit dem ersten, mal mit dem zweiten Stempelabdruck vielleicht. Wie so eine Bordüre hier unten. So ein bisschen, dass das noch so ein bisschen im Hintergrund was hat. Ich habe noch einen Spruch, den ich stempeln möchte. Also du bist die Beste. Das mache ich jetzt wieder mit dem Espresso, also mit dem dunkleren Ton. Mal gucken. Genau. Das brauche ich noch einmal. Und ich wollte mir die Blüte noch in den Hintergrund machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich das jetzt schon rausgenommen habe. Also, mal gucken. Wenn ich jetzt die Blüte ausschneide, kann ich die auch so hinkleben. Aber ich finde es schon schön, wenn man die da unten noch ein bisschen so sieht. Aber es ist jetzt egal, das kann man nachträglich auch noch machen. Besser wäre es natürlich, wenn ihr das gleich alles auf einmal stempelt, wenn ihr den Stemparator schon da habt. Aber manchmal geht halt bei mir auch was unter. Deswegen spanne ich mir den jetzt einfach nochmal ein und lege mir meine Musterkarte nochmal drüber. Und guck dann nochmal so ungefähr, wo es liegen müsste. Wie gesagt, die Ränder auch beachten. Und dann eben hier, dass die Zweige übereinander gehen. Und da mache ich mir jetzt kurz meinen Blütenstempel nochmal sauber, dass der auch wirklich nicht irgendwo hinfärbt, wo ich nicht möchte. Und den sauberen Stempel lege ich mir jetzt nochmal so hin, wo ich nachher ungefähr die Blüte haben will. Also die positioniere ich mir dann so hin. Ich werde die ein bisschen versetzt aufkleben, also ich mache es lieber ein bisschen weiter nach oben. So. Und nehme mir jetzt nochmal meinen Stempel auf und mache mir jetzt nachträglich nochmal mit Blütenrosa den Blumenstempel mit drauf. Dass der einfach im Hintergrund noch so ein bisschen durchscheint. Ihr seht das hier vielleicht ganz gut, der ist da auf jeden Fall nochmal wie so ein Schatten hinterlegt. Muss man nicht machen, aber ich fand das ganz schön, deswegen zeige ich euch nochmal, wie das funktioniert. So ist der jetzt im Hintergrund drauf und nachher wird dann die Blüte darüber geklebt. So, jetzt werde ich mir meinen Spruch ausstanzen. Den habe ich ja schon aufgestempelt und zwar benutze ich jetzt die Stanze Briefmarke. Ich finde die ist ganz witzig und stanze mir den einmal so rum aus. Und das war mir irgendwie ein bisschen zu groß. Ihr könnt es natürlich auch hochkant ausstanzen, wenn euch das besser gefällt. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte es ja nochmal stanzen. Und da zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick, wie ihr das so behalten könnt. Ich nehme mir einfach irgendeinen Klebezettel, so ein Post-it, und klebe mir das Ganze an und stanze mir das Ganze jetzt auch noch hochkant aus. Dann habe ich so ein schönes Viereck, wie so eine kleine Briefmarke, die genau um den Spruch rum passt. Und mit dieser Verlängerung, die so ein Post-it macht, kann ich das super eben in die Stanze reinbauen. So. Und jetzt habe ich schon ziemlich viele Teile. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen hervorheben und ein bisschen inken, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und dafür nehme ich mir einfach ein Schwämmchen nochmal, so ein Fingerschwämmchen. Die haben übrigens diese Bestellnummer. Und werde mir das Ganze mit Savanne nochmal so ein bisschen am Rand entlang inken, so ein bisschen hervorheben. Also wirklich nur relativ dezent. Ich gehe da ziemlich gerade von außen runter. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr auch so von innen streichen. Ich finde es immer schöner, wenn das so ganz dezent ist und man das nur so, wenn man es wirklich aufmerksam anschaut, gut sieht. Seht ihr das? Also ganz zart. Und das finde ich total schön und das hebt das Ganze noch ein bisschen hervor. Deswegen mache ich das auch innen in meinem Kreis und dann auch noch außenrum um meine Karte. Und auch hier eben, wie gesagt, möglichst gerade, dass nur ganz leicht das Ganze noch ein bisschen vorhebt. Genau, und bevor ich jetzt meine Stempelfarbe zumache, möchte ich noch ein bisschen was stempeln und ich bleibe jetzt da auch bei Savanne. Ich nehme mir einmal die Feder und gehe mir hier ganz leicht
am Rand von meinem Etikett noch hin. Und das sieht jetzt, man sieht ja nicht, dass das eine Feder ist. Das sieht jetzt ein bisschen schmutzig aus. Sorry übrigens, ich habe überall Farbe. Und da mache ich jetzt noch so ein bisschen dieses Muster noch drauf, weil ich das noch ganz cool finde. Also das hebt das Ganze noch so ein bisschen hervor. Seht ihr das? Und unterstützt das Ganze einfach nochmal so ein bisschen. Genau. Und jetzt, glaube ich, haben wir alles gestempelt, was wir brauchen, oder? Ich gucke nochmal. Ich hatte überlegt, ob ich hier auch noch so eine Feder hinbaue, aber ich glaube, es ist genug. Ja, ich glaube, es passt so, wie es ist. Da könnt ihr euch ja total austoben. Ich nehme jetzt mal meine Stempelfarben auf der Seite. Ich werde mir jetzt noch die Blüte ausschneiden mit der Hand. Einfach mit so einem kleinen weißen Rand. Ganz meditatives Ausschneiden, wie man immer so schön sagt. Okay, und so sieht die Blüte jetzt aus. Also ihr seht auch diesen tollen zweifarbigen Effekt. Und die ziehe ich mir jetzt einfach noch ein bisschen über meinen Papierfalter drüber, damit die noch so ein bisschen Form bekommt. Also hier unten das Blatt, das hebe ich so ein bisschen nach unten. Und dann biege ich die so ein bisschen, dass die einfach noch so ein bisschen nicht so ganz platt ist. Vorsichtig natürlich, dass euch nichts einreißt, aber die ist ja relativ stabil. Und dann sieht die Blüte so aus. Von oben sieht man ein bisschen so diese Wölbungen ganz leicht. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast alles fertig von unseren Einzelteilen. Können wir die Karte zusammenbauen. Und ich habe mir zuerst gedacht, ich möchte mein Lieblings-Vintage-Band einbauen. Das ist das hier mit dieser schönen Spitzenbordüre. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht als Beispiel. Dann könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt, also ob man das in den Hintergrund baut. Und hier habe ich eben mit dem Leinenfaden gearbeitet und das finde ich noch ganz cool, weil man da halt so das so ein bisschen auffächern kann. Und deswegen benutze ich jetzt auch nochmal den Leinenfaden, aber es ginge auch super schön mit diesem Vintage-Band. Das würde auch sehr schön aussehen. Wenn ihr es lieber ein bisschen dezenter haben wollt oder lieber ein bisschen mit Spitzenband, dann könnt ihr das natürlich auch so basteln. Vielleicht ist das noch eine gute Idee für euch. Und ich schnappe mir jetzt einfach den Leinenfaden. Der hat diese Bestellnummer und ja, wickel mir da erstmal eine ganze Menge ab und werde mir den jetzt hinten auf die Karte kleben, auf dieses Deckblatt sozusagen. Und dann mache ich es jetzt so, ich fange einfach an. Ihr könnt es zum Beispiel mit dem Teser machen. Ich nehme jetzt mal kurz das Abreißklebeband. Ich starte da jetzt einfach irgendwo. Und gehe mir jetzt hier auf der anderen Seite einfach ein paar Mal nach oben, nach unten. Ihr könnt auch hier mal ein bisschen drüber gehen über das Ganze, wobei ich zeige euch, wie es noch schöner aussieht. Machen wir erstmal so von unten. Wenn man da so ein bisschen von oben noch reingeht, dass sich das Ganze einfach so ein bisschen so auffächert. Genau, das sieht dann jetzt so aus und dann schneide ich mir den jetzt einmal ab, wo ist meine Schere hin, und klebe mir das auf der Rückseite wieder fest. Ich nehme jetzt auch schnell meinen Teser. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich diesen Hintergrund möchte ich vorne nicht sehen. Also den hinteren Bereich, den klebe ich mir ein bisschen nach unten. Und wenn es vorne oben drüber schaut, über diese Öffnung, dann ist es kein Problem, das lasse ich dran. Dann nehme ich jetzt nochmal das Abreißklebeband, weil das einfach ein bisschen kleiner ist als der Teser. Und befestige mir das Ganze nochmal so kurz unter dem. Machen wir noch eins zur Sicherheit, damit es auch wirklich nicht später reinrutscht. Damit ich hier von hinten von dem Kreis keinen Faden sehe, nur von vorne. Seht ihr das? Vorne kann es schon ein bisschen darüber gehen. Da kommt die Blüte ja eh noch hin und so. Aber ich möchte jetzt nicht im Hintergrund vor dem Gestempelten noch was anderes sehen von dem Faden. Genau. Und jetzt können wir zusammenbauen. Dieses ganze vordere Teil mache ich mit ein bisschen mit Dimension. Das heißt, ich nehme hier die
Abstandsklebepads und gehe da wirklich großzügig an alle Ecken und auch ein bisschen in den Mittelbereich, damit es nirgendwo durchhängt. Und da ziehe ich mir jetzt diese Folien ab, die da drauf sind. So. Und jetzt kommt so der einzige Bereich, der so ein bisschen knifflig ist. Denn jetzt muss man das mit abgezogener Klebefolie gut treffen. Unsere Öffnung sozusagen. Ich muss mal gucken, dass ich immer noch im Bild bleibe. Und das lege ich mir jetzt vorsichtig, also ich hebe mir das fest, gehe mir so ein bisschen über mein Projekt und richte mir das gut aus. Das heißt, ich gucke auf jeden Fall auch auf die Ränder, wieder auf die Zweige, dass die übereinander passen. Und dann klebe ich es mir erst an. Also hier ein bisschen genauer gucken. Und dann haben wir schon diesen schönen Effekt mit diesem aufgedoppelten Kreis, der da so entsteht. Genau, die Blüte, die klebe ich auch mit Dimensionen auf, also die muss natürlich auch da schön drüber gehen. Da brauche ich jetzt nur eins. Und bei meinem Schildchen, das mache ich auch so drüber. Dann nehme ich jetzt mal zwei, oder ihr könnt euch auch zwei auseinanderschneiden. So, mal gucken. Das klebe ich mir so ein bisschen auf die Seite. Und die Blüte, die kommt noch so ein bisschen nach unten versetzt, dass man die andere Blüte auch noch sieht, die im Hintergrund ist. Hier so oben drüber. Ja, man soll vielleicht auch die Folie abnehmen, damit es auch klebt, gell? Jetzt. Also die kommt hier unten noch so hin. Ja, so. So finde ich das total schön. Dann hat man wirklich diese Dimension von der Blüte und den Bereich so schön nach vorne gehoben. Und jetzt mache ich es noch so, dass ich mir nochmal den Leinenfaden schnappe und mir noch ein kleines Schleifchen binde. Denn ich mache da auf jeden Fall noch ein Schleifchen hin. Schwupps. Die schneide ich mir noch ein bisschen kürzer. Und die klebe ich mir einfach mit so einem kleinen Mini-Klebepunkt, den ich mir so ein bisschen zusammenrolle. Seht ihr das gut, zu so einem Punkt? So einen kleinen Punkt, den kann man da hinten ganz gut unter den Knoten verstecken und dann kann man sich die Schleife dahin machen, wo man sie gerne hätte. Also vielleicht hier an die Seite, so zwischen rein. Ich finde es jetzt eigentlich hier ganz hübsch und dann habe ich da auch noch so ein kleines Schleifchen drauf gebaut. Genau, also so sieht die Karte jetzt aus. Ich finde, die ist schon wunderschön. Das gefällt mir so gut, weil das so dezent ist. Sieht toll aus. Und jetzt ich muss das mal noch ein bisschen nachfalzen. Das geht sonst immer wieder auf. Und jetzt habe ich mir einfach noch die Glitzis geschnappt. Und zwar die Champagner-Glitzis. Die haben diese Bestellnummer. Ich finde, die passen da von der Farbe richtig schön rein. Und gebe mir da einfach noch ein paar, so ein bisschen querbeet über mein ganzes Projekt. Und ich finde tatsächlich, also da kann es schon ein bisschen mehr sogar sein. Ich bin jetzt hier bei 3 geblieben, aber ich würde mal sagen, ich baue hier tatsächlich auch noch mal ein kleines und ein großes ein. Also so ein bisschen mehr Glitzy. Da kann, da finde ich, irgendwie nicht schaden. Innen rein auch, wer möchte noch. Muss aber nicht. Also. Ich bin heute auf dem Glitzy-Trip, glaube ich. Also das, ja, ist jetzt viel. Sehr viel für mich. Normalerweise mache ich weniger, aber heute mal was anderes. Genau. Ein Tipp wollte ich euch eigentlich noch sagen, falls ihr noch diese Ringe habt, die könntet ihr da auch ganz cool einbauen. So einen doppelten Ring oder so, oder das so hinterlegen. Ging ja auch. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich fand, das wäre vielleicht auch noch eine ganz süße Idee. Also ihr Lieben, was sagt ihr? Ich finde, die Karte ist toll. Ich finde, die ist so ein bisschen Vintage angehaucht, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Und zeige sie euch jetzt einfach nochmal ganz in Ruhe und ganz nah. Mit einem kleinen Schleifchen mit viel Glitzer. Das ist echt viel Glitzer. Hier ist wirklich weniger. Also das macht ihr so, wie es euch gefällt. Genau, aber ich finde es schön mit dieser, dass man hier diese Rundung nochmal hervorhebt. Das habe ich ja bei dieser Karte auch gemacht. Da habe ich ja den Schmetterling hier oben hin gemacht und diese Rundung noch so nachgebaut. Also genau, da macht ihr einfach so, wie es euch gefällt. Was euch gefällt, macht ihr da. So wie immer. Ihr seid ja, ist ja nur eine Idee und ihr könnt ihr so ausbauen, wie es euch passt.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativ wird was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. An dieser Stelle wollte ich euch noch einen ganz kurzen Tipp sagen, wie ihr das auch machen könnt, diese Karte basteln, wenn ihr keinen Stamparatus habt zum Beispiel, also keinen so einen Stempelpositionierer. Dann könntet ihr euch einfach eine Vorlage schneiden. Die hat jetzt genau das gleiche Maß wie dieser Aufleger. Also die ist jetzt auch 13,5, also 14 cm eigentlich, ist jetzt wurscht. Also 13,5 oder 14 ist egal. Aber die Höhe muss wichtig sein. Die soll genauso groß sein wie euer Papier. Also 10 cm bzw. 10,5 in dem Fall. Dann könntet ihr euch auch so eine Maske basteln oder so eine Schablone basteln und dann da einfach drüber stempeln. Die Karte wird jetzt ein bisschen anders werden, aber da würde ich euch ganz gerne mitnehmen. Also ich glaube, ich mache noch eine Karte. Ich habe hier noch die Blüte aufgestempelt und ausgestanzt. Ich hätte auch ganz gerne diesen Goldring noch verwendet. Also es wird jetzt so eine ganz kreative Karte, die absolut spontan entsteht. Da nehme ich euch einfach mit Musik mit. Aber das ist vielleicht eine Idee, wenn ihr keinen Stamparatus habt und einfach mit Acrylblöcken stempelt, dass ihr dann die Karte auch auf eine andere Weise basteln könnt. Und deswegen nehme ich euch da jetzt einfach mal spontan mit. Ich werde auch nicht viel dazu erklären, eben nur diese Maskentechnik, die Farben und so, die werden die gleichen sein, Stempelsets und alles. Genau, und da lasse ich euch einfach Musik laufen und bastel so nebenher und dann könnt ihr gucken, vielleicht ist da noch der ein oder andere Tipp für euch dabei. Aber da könnt ihr euch eben auch so eine Maske basteln, damit ihr hier dann das so schön abstempeln könnt, so ein bisschen in den Hintergrund machen könnt. Und dann dachte ich, dass wir das als Maßring quasi für oben drüber nehmen, so ungefähr. Okay, also ich nehme euch ein bisschen hin, weil es geht ja viel ums Stempeln und lasse euch noch ein bisschen Musik nebenbei laufen. Die Maße von der Karte sind genauso wie vorher und ich habe es nur so gemacht, dass ich für innen rein ein grundweißes Papier benutzt habe. Das hat das Maß 13,5 x 10 cm, genauso wie der vorherige Aufleger. Der kommt dann nur bei mir innen rein, also die Karte wird insgesamt ein bisschen anders aussehen und diese Kreisstanzung, das erfüllt uns sozusagen hier der Ring. Genau. Los geht das!
Also stellen sich ja zwischendurch immer noch ein paar Fragen, wenn man die Idee nur im Kopf hat. Zum Beispiel, wie klebe ich diesen Ring fest? Und den Ring habe ich jetzt hier unten reingeklebt unter die Banderole. Die Banderole habe ich dafür gemacht, dass ich auch einen Faden verwenden kann. Und ich klebe den Ring jetzt noch zusätzlich fest, indem ich den hier so zwischen reinspanne, zwischen meine Blüte, damit er dann wirklich fest ist. Genau. Es sind immer noch ein paar Sachen, die dann während des Bastelns rauskommen. Wenn man die Idee im Kopf hat, dann weiß man die so irgendwie noch gar nicht. Dann kommt man erst dann beim Basteln direkt drauf, was man da machen kann. Den Streifen, den habe ich jetzt übrigens geschnitten. Das Maß, das sage ich euch auch gleich. Mach ich mal hier so hin. Auf 13, nee, auf 14 cm in der Länge, so hoch wie die Karte und 1,5 in der Breite. Genau. Aber so ist die Karte schon ziemlich cool und eigentlich schon fast fertig. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum vorher da so ein Glas Milch reingehalten worden ist, ich habe gerade noch kurz Besuch bekommen und habe noch eine kleine Bananenmilch bekommen. Total cool. Und als Glitzersteine nehme ich jetzt, glaube ich, die goldenen Punkte, einfach weil es ein goldener Ring ist. Die haben diese Bestellnummer. Ich glaube, die bleiben auch im Sortiment. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich glaube schon. Und verteile die noch. Aber die sind halt schon ein bisschen größer, ein bisschen klobiger. Ich mag die anderen immer ein bisschen gerne. Lieber. Gerne. Was ist denn das für ein Wort? Ein bisschen lieber. Da ist jetzt natürlich wenig auf der Karte grundsätzlich drauf. Deswegen finde ich, geht es so auch mit den großen Steinen. Und ich mache natürlich auch noch eine Schleife. So wie vorher auch. Die darf nicht fehlen. Aber so habt ihr nochmal eine andere Form, Kartenidee mit dem gleichen Stempelset, fast den gleichen Materialien und eben auch so einen Kreiseffekt. Durch diesen Ring, durch diesen goldenen, mit dem habe ich, glaube ich, gar nicht gearbeitet bisher. Ich weiß auch nicht genau, ob der noch im Sortiment bleibt, dass dieser Wechsel immer mal passiert. Aber den haben, glaube ich, viele von euch schon zu Hause. Und vielleicht ist das auch mal eine interessante Idee, sowas dann in Action zu sehen. So. Ja, und das ist doch auch eine coole Karte geworden, oder? Vielleicht hier im Hintergrund hätte noch ein bisschen was reingestempelt werden können. Da sieht man jetzt nur hier unten was. Ja, das ist nachträglich immer schwierig, das noch zu machen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich jetzt da nichts kaputt mache an der Karte. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen was. Ich möchte jetzt da auch nur einen Teil haben, deswegen schnappe ich mir auch nochmal so ein Kleberchen und klebe mir da noch was drüber, über den Bereich, wo ich nicht haben möchte. Mach die Augen zu, ich glaube, das ist jetzt ein Pfusch. Soll ich das wirklich machen? Ich lasse es lieber. Nee, das ist mir jetzt zu gefährlich. Also ich hätte hier ganz gerne noch ein bisschen mehr gestempelt im Hintergrund. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Kann aber dafür da noch ein bisschen was machen an der Seite. Wenn man dann merkt, das ist noch ein bisschen wenig auf der Karte, kann man ja nachträglich von der Seite noch so ein bisschen reinstempeln. Aber so mitten rein will ich jetzt eigentlich nicht gehen. Ich glaube, so ist es ganz gut. Ja. Ja, ihr Lieben, also jetzt ist wirklich Schluss. Ich glaube, die Karte ist auch noch ganz cool geworden. Mal noch eine andere Idee, eine ganz andere Variante und eben im Schnelldurchlauf für euch, weil ja. Muss man jetzt nicht so viel erklären. Wie gesagt, der Streifen ist neu, damit ich ein Band anbringen kann, dass man das halt innen nicht sieht, wenn man die Karte dann aufmacht. Genau. Und dass noch ein bisschen mehr auf der Karte ist. Wie gesagt, man muss sich überlegen, wie man den Ring festklebt. Den habe ich jetzt unter die Blume fixiert und unter den Streifen. Und ja, so finde ich das eigentlich ganz cool. Also, ist auch eine schöne Karte. Noch ein bisschen anders. Und eben diese Ringstanzung anders erzeugt. Jetzt sage ich wirklich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.